So, und damit seid grüßt an den zweigigen Oberhobbits und Eklodem zu einem neuen Part Resident Evil HD Remake Teil 1 mit dem zweiten Fürst. Ich hab das jetzt schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Wie war das mit dem Türöffnen noch gleich? Ja, Verzeihung, dass jetzt erstmal die Steuerung kapieren muss. Mit F tun wir's. So, mal schauen, wie wir heute hier weiterkommen. Ich habe gar nicht mehr so richtig einen Plan, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ich gehe erstmal hier ins Obergeschoss. Ich hoffe, hier kommen heute nicht zu viele Zombies und Monster. Jetzt im ersten paar Zeitewigkeiten gleich wieder Kampf geschehen, das wäre ein bisschen angeschlagen, bin ich scheinbar auch. So, ich versuche mal hier rein. Ich höre es hier doch schon. Oha! Verdammt! Der hat mich überfallen. Dreck. Wir sind ziemlich verletzbar, wir sind hier schon. Den habe ich nicht kommen sehen. Ich habe ihn schon kommen hören, aber. Ja. Gut. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part. Nee, Spaß. Ja. Ja, ich würde hier erstmal um. Ich muss nach neuen Türen suchen, die ich mit meinem Schlüssel aufschließen kann. Das ist hier die Sache. Wie viel Munition habe ich denn hier überhaupt noch? Können wir mal ins Inventar gucken. 30 Schuss haben wir hier noch, also eine 8 haben wir gerade geladen. Also einen Zombie kriegen wir damit bestimmt kaputt. Können wir die Tür schon öffnen hier? Die können wir öffnen. Aha. Okay, können wir hier außen lang. Dass die Hunde auf uns warten. Wir brauchen mal hier Heilung dringend. Oh nein. Ah, Zombie. Na. Ein bisschen Munition verballern. Verdammt! Wie viel Schiss braucht denn der hier noch? Das ist ein Mist. Jetzt hier schnell lang. Wo müssen wir denn hier? Ach du Scheiße. Sind alle wieder am Leben. Steht doch auch gleich wieder auf. Wusste ich's. Ich wusste es. Verdammt, verdammt, verdammt. Schnell durch die Tür. Nein, 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 verdammt. Nein.
alle wieder. Das ist ja alles. Alle Zombies, die wir irgendwann mal getötet haben, alle hier wieder am Leben. Oh Mann. Das geht ja hier schon super mäßig los. Ja, und der Speicherpunkt ist immer der letzte hier. Ach. Jetzt weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe, warum ich das Spiel unterbrochen habe. Warum ich das Let's Play auf S gelegt habe. Und weil die Zombies alle wieder am Leben sind. Ja gut, ich fürchte, wir müssen im ersten Obergeschoss nach Sachen suchen. So, die meine ich lang. War noch, glaube ich, schon, da war so ein Speicherraum. Dann müssen wir durch mal hin. Wir brauchen unbedingt Heilung. Ist gleich einer um die Ecke. Oh wei! Nein! Weg hier. In Richtung. Daneben geschossen. Machen alle schnell drüber steigen über seine Leiche und weg hier. Hier ist Heilung. Na komm, wo die Heilung? Hier wachsen grüne Kräuter. Ja, ich sehe es. Verwenden, ja, unbedingt. Gefunden, versorgt und weiter hier. Irgendwann sind die auch verbraucht hier, aber gut. Wir müssen in die Tür da links rein. Geh mal lang, der wird gleich aufstehen. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Das ist blöd. Hier lauern uns alle auf mich. Das ist eigentlich unklug. Na komm, na komm, na komm. Das sollte man vielleicht nicht so häufig rein. Ich versuche zu entkommen. Huha. Kinder, bitte komm. Das ist wieder Stress. Hier unten wollten wir, glaube ich, hin. Das ist ein Speicherraum. Ach, das sind nur die Krähen hier. Wo war denn der Raum hier? Ich glaube, der war dort in diesem Korridor. Na komm. Ich glaube, hier war der irgendwo. Ich bin nicht irre. Hatten wir hier nicht eine Tür, wo wir durch konnten? Guckt sich ja hier irgendwo eine Tür. Safe Room. Ich brauche erstmal ein Safe Room hier. Der steht gleich wieder auf. Jetzt sind wir das ganze Haus gerannt. Nein. Nein, 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 nein. Wir sind, glaube ich, auch nicht mal mehr im ersten Obergeschoss. Hier haben wir einen Raum. Wir müssen neue Türen finden, die wir öffnen können. Hier geht's raus. Ein Piano. Ein kostspieliger Flügel. Aha. Ja, der Raum ist erstmal safe, aber
Wenn wir rausgehen, sind wir wieder geliefert. Ecke des Bildes steht geschrieben zur Erinnerung an den Bau des Hauses. Achso, ja, wir wollen jetzt, wir wollen wieder raus. Das erste Geschoss müssen wir hin. Ah, hier ist Sackgasse. Verdammt. Da sind wir ein bisschen weiter gekommen. Aber nicht weit genug. Ja gut, was bleibt uns anderes übrig, jetzt immer weiter zu versuchen. Gut. Sind Evil mit Jill Valentine. So sieht's aus. Wir müssen mal auf die Karte gucken. Wir haben doch eigentlich eine Karte mit. Wir müssten doch hier erstes Obergeschoss. Hier waren wir noch nicht. Hier haben wir noch eine Tür verschlossen. Villa Obergeschoss. Ja, wir haben aber auch erst einen Schlüssel. Das heißt, das ist die Tür, vor der wir gerade stehen. Die wir durch müssen. Oh, die Tür haben wir noch nicht geöffnet. Dann mal durch. Haben wir heute eine neue Tür. Ein bisschen was Neues. Ist bestimmt irgendwo ein Zombie. Warte hier. Hier ist doch was aufzuheben. Ich werde ja gleich wieder sterben, aber ein Tisch aus Glas. Da liegt doch was drauf. Mensch, chill. Pistolenmagazin. Unbedingt. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Vielleicht auch nur aus einem Let's Play von wem anders. Schaut so aus, als ob wir hier rein müssten. Oh! Ist das unser Freund? Er sieht tot aus. Kollege sieht tot aus. Wir brauchen Heilung. Na komm. Heilung. Ja, wir sind sowas von tot. Nein, nicht. Verdammt. Hätte mich erst heilen sollen. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Haben wir hier noch ein bisschen was in der Story? Wird heute häufig geladen. Kann das sein, dass wir hier schon mal gewesen sind, dort in dem Raum und bloß noch nicht gespeichert haben, den Raum. Ich meine mich zumindest an den Raum erinnern zu können. Die Szene mit dem Freund Zombie-Dot scheint doch einer von dem Star-Trupp zu sein, von unserem
Begleitertrupp. So, was haben wir denn hier für... Was haben wir für Munition? Dann noch 7 Farbbänder. Das können wir heute nochmal speichern. Ja, wir haben keine Gewehr... Doch, wir haben Gewehrmunition. Können wir die vielleicht mal wechseln? Wie ist das effektiver mal mit dem Gewehr auf den Kollegen zu schießen? Ausrüsten. Gewehrmunition. Verwenden. Aha. Ah, okay, jetzt habe ich nachgeladen. Sehr gut. 6 Schuss. Gut aufheben. Ich glaube, auf dem Weg war kein Zombie mehr. Dann können wir jetzt mal... Die Gewehrschüsse sind ja extremer. Wir haben Schlüssel für das Haus verwendet. Rüstungsschlüssel müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Durch die nächste Tür. So, Kollege. Pistolenmunition wieder an mich nehmen. Pistolenmagazin. Jo. Und jetzt wird hier der Kopf weggeballert. Das ist doch ganz bestimmt... So erschreckt wie sie ist. Kann man die Waffe an uns nehmen? Granatenwerfer, aber unbedingt. Wenn wir das überleben. Haben wir den Granatenwerfer mit dabei? Erst schießen, dann heilen. Na komm! Der kommt gleich, der wird doch wieder gleich aufstehen. Ja, mitnehmen und gleich verwenden. Der steht gleich wieder auf. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Okay, Inventar. Verwenden. Aber unbedingt Warnung. Okay, jetzt hier mitnehmen. Nicht, dass der jetzt während unserer Heilung hier... Na komm, Heilung. Verwenden. Gesund. Das ist gut. Ist er jetzt tot? Na hoffentlich. Dann müssen wir schnell mal speichern. Wir haben einen Granatenwerfer. Das ist außerordentlich gut. Ich habe das Gefühl, hier brauchen wir noch was. Irgendwas muss doch hier in dem Raum noch... Nee, ich habe nur den Granatenwerfer. Granatenwerfer. Das ist doch ein Achievement, was wir mal abspeichern sollten. Also zurück zum... Wir könnten jetzt auch mal wieder zu unserer Pistole wechseln. Die Granatenwerfer, den nehmen wir uns noch auf. Das ist jetzt unklug, den zu verwenden. 2 Schuss haben wir noch auf unserer... auf unserem Dings... Gewehr. Dingsgewehr. So, haben wir das heute mal gemacht, haben wir einen Granatenwerfer bekommen. Ist doch mal was. Ist doch mal was fürs Thumbnail, ist doch mal was fürs... Ist doch mal was Erfolgreiches. Wenn wir noch 7 Bänder haben, können wir hier einen jetzt... Müssen wir nicht sparsam mit sein. Denke ich doch, oder? Eine alte Schreibmaschine.
Aber unbedingt das Verband verwenden. Können wir doch hier mal eins überspeichern. Können wir hier nochmal viermal so überschreiben. So, sehr gut. Erfolg gespeichert. Granatwerfer gefunden. Und nun nee, das Inventar wollte ich mal gucken. Haben wir nicht eine der Masken schon gefunden oder wie war das? Haben wir die schon an Ort und Stelle gelegt oder kamen wir damit noch nicht fertig? War das nicht im letzten Post, dass wir hier... So. Wir haben da auf jeden Fall noch... Shit, wir haben jetzt zwei Plätze frei im Inventar. Wenn ich nicht komplett falsch liege. Dann müssten wir jetzt mal hier... mitnehmen. Einen Platz haben wir frei. Ich hoffe, das können wir irgendwo reinlegen. Nicht, dass wir heute zweimal speichern müssen. Wenn ich so viel schaffe. Wenn es mir überlegen können. Egal, wir haben noch sechs. Ich glaube, ich versuche es mal hier weiter. Da gab es ja noch mal rechts eine Tür. Da haben wir auch noch nicht alle Türen aufgeschlossen. Da ist dann wieder ein Zombie, den müssen wir wieder erschließen, aber wir haben ja jetzt Granatwerfer zur Not. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht gegen normale Zombies einsetzen, sondern gegen Bossgegner. Können wir den Granatwerfer dann platzieren. Da muss ich lang. Da waren wir, glaube ich, schon mal drin heute. Ja, hier ist eine hübsche Bar. Das Klavier haben wir uns schon angeguckt. Oh, warte, Sekunde. Dann können wir doch hier. Ja, ja. Oh, ein Gang. Warte mal kurz. Ja, komm hier. Regal verschieben. Oh, ich sehe was. Das können wir doch bestimmt. Hier haben wir was. Ein Moonlight. Moonlight Sonate. Ah, okay, da müssen wir erstmal was ablegen. Na toll. Wie werden wir denn hier? Ja, na toll. Jetzt haben wir hier keinen Platz mehr. So ein Mist. Jetzt haben wir das Wappen mitgenommen. Damit sollen wir doch bestimmt auf dem Klavier spielen. Hier irgendwo eine Truhe. Es wäre noch toll, wenn wir in diesem Raum eine Truhe hätten. Ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das ist mal ein Safe Room. Das dort ablegen. Oder hier nochmal zurück. Ja, das Esszimmer ist jetzt nicht weit. Ist nur ein Zombie auf dem Weg. Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, dann müssen wir hier lang, oder?
Gehen wir das Esszimmer. Dann packen wir das mal schnell wieder an die Stelle. Das Wappen. Das holen wir uns später ab. In der Einbuchtung. Können wir das da wieder hinlegen? Das wäre mir ganz lieb. Haben wir wieder einen Platz frei. Das brauchen sie jetzt nicht. Das hat er ganz recht. Na toll. Dann packen wir es halt in die Kiste. Die hier neben der, die hier steht. Ich dachte, nee, das ist nur eine. Eine alte Schreibmaschine. Nein. Nein. Ich brauche eine Kiste hier. Gab es hier nicht eine Kiste? Ich war der Meinung, hier gäbe es eine Kiste. Wo wir was verstauen können. Das ist hier nur der Sockel. Können wir es vielleicht wieder zurücklegen? Zurücklegen. Verdammt, können wir das jetzt nicht oder was? Keine besonderen Merkmale. Okay. Das ist jetzt ein Mist. Können wir vielleicht nochmal neu laden? Beenden. Wir haben ja gerade gespeichert. Spiel laden. Da müssten wir doch jetzt den Granatwerfer. Hier Nummer 9. In der Dunkelheit, da ist die Angst. So, mit Inventar müssten wir. Ja, Granatwerfer haben wir hier. Nehmen wir mal diesmal nicht die. Nimmt das Wappen mit. Dann können wir dort die Mondscheinsonate spielen. Ich nehme heute noch ein bisschen Musik zu hören. Und nicht schlecht in Resident Evil. Ein bisschen Klaviermusik. Das war klar. Dann komme ich hier durch die Tür. Puh. So, ich habe immer noch den Schrank. Komm ich ja nur Ruhe. Nein, andere Richtung. So, hier, na komm. Schieb. Das nehmen wir jetzt an uns, mit uns nehmen. Hoffentlich werden wir das da auch noch wieder los. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Wenn wir das einmal gespielt haben, ist das doch, glaube ich. Was ist jetzt hier? Ein kostspieliger Flügel. Können wir da nicht drauf. Können wir jetzt nicht Musik spielen lernen? Notenblatt verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Doch, das brauche ich jetzt. Prüfen. Es trägt den Titel Mondscheinsonate. Ja. Okay. Können wir noch nicht Musik mitspielen? Okay. Warum nicht? Brauchen noch mehr Musikkenntnisse, um Musik zu spielen. Mehr als ein Notenblatt. Das ist jetzt nur gelaufen. Können wir jetzt wirklich nicht. Klavier. Das Klavier spielen. Hier, komm. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Okay, können wir es wieder zurücklegen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich das Spiel hier kenne. Später wieder mitnehmen. Äh.
Einmal recyceln, bitte. Na, war ja klar. Eine Tonne Wurst. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo eine Truhe, wo ich das ablegen kann. Erstmal hier durch. Der Kollege. Nein. Verdammt. Wir haben es noch überlebt. Jetzt sind wir wieder angeschlagen. Das ist jetzt dumm gelaufen. Dumm gelaufen, dumm gelaufen, dumm gelaufen. Gut, auf die Map würde ich mal gerne gucken. Ja, es ist ziemlich kritisch. Ich glaube, das Notenblatt speichern wir noch nicht ab, weil ich weiß noch nicht, ob das uns irgendwie weiterbringt. Schreibmaschine, Inventar, Box, da haben wir noch ein. Das heißt, wenn da oben. Ah ne, das ist jetzt hier, das sind. Das ist jetzt EG. Ach, auch das haben wir noch nicht vollständig. Ah, okay. Haben wir schon erkundet, aber. Das obere Geschoss gibt es ja nur eine Speicher. Hier gibt es bestimmt noch. Ich habe jetzt einiges freigeschaltet. Im zweiten Obergeschoss natürlich noch so gar nicht. Hier müssen wir noch mal durch. Nach oben als erste Obergeschoss und dann da rein. Durch die erste Tür dann durch. Da haben wir noch einen Zombie, den wir erledigen müssen. Ja gut, gehen wir mal sterben. Erst zum Obergeschoss und dann dort. Dann können wir die Tür jetzt öffnen dort. Wenn wir das schaffen, können wir nochmal speichern. Obwohl mit dem Notenblatt würde ich nicht nochmal speichern. Wir werden es wahrscheinlich eh drauf gehen. Den Monster dort. Das direkt über dem Speisesaal müssen wir hin. Nee, die Map, ja, ist kritisch, wir werden hier sofort. Ich habe hier die Richtung nicht so ganz im Kopf. Durch haben wir noch einen Inventar. Ach nee, genau auf der anderen Seite. Natürlich mit der großen Tür. Let's gonna die. Okay, den haben wir gut gekriegt. Die Tür. Die ist offen. Die erste Tür. Sind wir aber noch nicht dahinter gekommen, oder? Das kann auch gar nicht. Ach doch, hier. Dann gleich die nächste Tür. Gleich diese Tür hier. Ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist blöd. Nein! Ich sag doch, ich werde sterben. Ja gut, dann lassen wir es gleich mal für diesen Part bleiben. Ich hoffe, er hat schon genug Länge. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt, das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Ja, Glocke aktivieren. Habt noch einen angenehm fröstlichen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und dann geht es ja ohne Notenblatt weiter.
Ja, das haben wir jetzt ein bisschen mehr gespeichert. Gucken wir mal, wie wir dort oben bei deinen weiteren Räumen erkunden. Haben wir heute einen Waffen, einen, ja, Raketenwerfer gefunden, Granatenwerfer. Gut, bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.